Herzlich willkommen bei Wissen vor 8. Sie kennen vielleicht das Phänomen. Sie gehen über Teppichboden und wenn Sie anschließend die Türklinke anfassen, kriegen Sie einen elektrischen Schlag. Warum? Jeder Körper besitzt eine große Zahl elektrischer Ladungen, doch wir merken nichts davon, denn die Wirkung der positiven und negativen Ladungen hebt sich gegenseitig auf. Um einen Körper aufzuladen, muss man entweder Ladungen auf ihn übertragen oder von ihm wegnehmen. Zum Beispiel durch Reibung. Und das wussten schon die alten Griechen. Sie fanden nämlich heraus, wenn man ein Stück Bernstein zum Beispiel an Wolle reibt, dann zieht der Bernstein kleine Objekte an. Das griechische Wort für Bernstein lautet Elektron. Man findet es im Wort Elektrizität wieder. Wenn ich zum Beispiel einen Luftballon an meinem Jackett habe, dann nimmt der Luftballon negativ geladene Elektronen auf. Die verliert mein Jackett. Also mit der Zeit ist der Luftballon negativ geladen. Und wenn ich diesen geladenen Luftballon dann an einen elektrischen Leiter halte, dann fließt die Ladung ab und alles ist wieder im Gleichgewicht. Etwas Ähnliches passiert, wenn Sie mit Gummisohlen über den Teppichboden gehen. Dann reiben Sie auch, das heißt, die Gummisohlen nehmen negativ geladene Elektronen auf. Mit der Zeit laden Sie sich negativ auf und wenn Sie dann an die Türklinke fassen, dann springt der Funke über. Das ist zwar unangenehm, aber es ist nicht gefährlich. Manche Teppichhersteller weben sogar feine Metallfäden ein. Dann kann die Ladung immer wieder abfließen und man lädt sich nicht so stark auf. Fazit, man sollte auf jeden Fall auf dem Teppich bleiben. Aber der sollte geerdet sein. Ein Podcast von das Erste.de.